Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Unboxing. Mein Name ist Marcoxy. Das sind zwei Pakete. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir jetzt die Weihnachtszeit. Richtig. Und wir haben natürlich auch zwei Geschenke von Amazon bekommen, die wir leider selber bezahlen mussten, die ich selber bezahlen musste. Es kann gut sein, dass wir, das sieht ja beides gleich aus, ja? Es hat beides dieselbe Maße. Ja, genauso wie der Heiko, der hat auch dasselbe Maß. Schlechter Wortwitz, verstehen nur die Politiker unter euch. Auf jeden Fall zwei identische Pakete, zwei verschiedene Inhalte. Es kann sein, dass in einem Paket der Rainer steckt. Ja, es ist wirklich so. Und wir machen das Paket einfach mal weg, weil ich mal davon ausgehe, dass das hier der Rainer ist. Jeder, der jetzt denkt, was labert der von Bullshit? Ich boxe hier wirklich einen Rainer an. Ist unfassbar, aber der Rainer, der ist so sozial, der hilft dir bei deinem Bankwesen, bei deinen Bankgeschäften, der hilft dir beim Amt, ja, der tatsächlich scannt Ausweise, ja, und wir haben ihn hier, der Rainer, ja, hier, Rainer SCT. Ja, wir haben ja ein Gewerbe bei Aichi Metal Rock und wollten das ja auch online machen. Ja, und bei manchen Behördengängen muss man sich auch ausweisen. Das geht alles von zu Hause mit Rainer. Ja. Also ganz sympathisch, der Typ. Und wir können ab sofort auch einen Einkaufsladen aufmachen, weil man damit zahlen kann, oder? Das weiß ich nicht. Bestimmt. Das weiß ich nicht. Das fand ich voll lustig, wenn du sagst, ja, zu deinem Kumpel, ja, überweist mir das Geld einfach schnell. Und dann, ja, wie soll ich es überweisen? Gib mir mal deine IBAN. Nee, hier, Kartenlesegerät. Also ich weiß nicht, aber das Ding ist auf jeden Fall hochwertig. Ja. Es ist eines der hochwertigen Sachen hier. Ja. Wir haben hier einmal langweilige Kabel, ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben hier eine Kurzanleitung, was der Rainer alles kann. Ja. Und eigentlich finde ich das ja schon ganz schön schick aufgebaut. Und wir haben auch hier eben eine Metallhalterung, ja, für das Ganze. Ist jetzt vielleicht nicht so hochwertig. Ist es überhaupt Metall? Ja klar. Das ist eine bestimmte Legierung von Metall. Ganz genau kann ich das mit meinen Zauberhänden natürlich jetzt auch nicht bestimmen. Aber es ist kein Kunststoff, kein Plastik. Ja, auf jeden Fall. Warte mal. Kann man dann hier hinten drauf machen? Richtig, genau, einfach so einschieben. Wir können hier mal lesen, was das Ding alles kann. Der Cybercheck RFID Comfort ist ein RFID Chipkartenleser für Personalausweis, Online-Banking. Wow. Und er entspricht als Komfortleser der technischen Richtlinie TR03119 des BSI. Er unterstützt Kontakte RFID-Chipkarten für Anwendungen wie die EID und E-Sync mit dem Personalausweis, Geldkarte oder E-Ticket. Das ist richtig kompliziert, ohne Witz. Damit kannst du bestimmt auch bei einem, könnte ich mir vorstellen, bei irgendeinem Mobilfunkanbieter deine Identität bestätigen. Richtig, sein. Genau, korrekt, weil das kann ja dein Ausweis lesen. Ja, oder? Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen. Genau, wir haben hier, wie schon gesagt, diesen schönen Standfuß. Ja, wir haben hier dann ja, einmal... Echt, also das Ding ist komplett aus Kunststoff, aber der Fuß ist aus richtig stabilem, richtig gutem Metall. Mit Führung sogar. Genau, hier führen können, was erst so ein bisschen umständlich ist, wenn das Ding neu ist. Aber ich finde es gar nicht schlecht, weil dann ist es da schön im Gehäuse versenkt quasi. Weißt richtig, du? Genau. Von dem her haben die sich da schon was überlegt bei Rainer SCT. Also Rainer SCT für scheiß Computertechnik steht es auf jeden Fall nicht. Die Frage ist nur, wo kommt das Kabel hin? Oder ist das einfach nur ein längeres? Habe ich da jetzt das Falsche reingesteckt? Ich glaube, du hast einfach nur das Kürze reingesteckt, ja. Ach, dann ist das quasi ein kurzes und ein langes. Man kann quasi, wenn man
Ja, wenn das Kürzel einfach zu kurz ist, kann man doch auf das längere wechseln. Ich find's aber, ich krieg das Ding da nicht. Klick gemacht. Und es hat Klick gemacht. Clickbait. Tausendmal berührt. Um Gottes Willen. Tausendmal ist nichts passiert. Oh Gott. So, jetzt hat's Klick gemacht. Weiter also, weiß ich gar nicht mehr. Lass mich raten, du auch nicht. Doch. Echt? Okay. Ja. Aber ich mach's jetzt. Ich sing's jetzt nicht. Nee, muss man auch nicht. Nee, ist auch nicht gut. Also, wir haben hier eine Bankkarte, ja, gegebenenfalls irgendwelche Daten oder so rauspixeln. Der Einschub befindet sich hier, ja, und da kann man dann einfach die Karte nehmen, da reinstecken, ja. Dann kann man hier ganz easy seinen PIN eingeben. Man kann auch, wenn ich gerade dieses Zeichen hier sehe, sieht man das überhaupt? Man kann auch einfach seine Karte hier drüber halten. Ach, NFC. Ja, weil das ist ja dieses Zeichen hier. Tatsächlich. Und da ist auch dieses Zeichen hier. Und da könnt ihr jetzt die ganzen Daten lesen. Ja, das ist ein Gem-Sign, den habe ich vorhin geklaut. Nee, Quatsch. Genau, also man kann ja das wahrscheinlich mit NFC, ja, oder man kann es einfach klassisch hier einschieben. Und also ich finde es schon richtig geil, zumal wir halt jetzt wirklich uns beim Finanzamt auch wenn sie uns das nächste Jahr rausschmeißen, weil wir zu viel Minus machen, kann man sich dann ausweisen. Ne? Dann kann man das alles von zu Hause ganz gechillt machen. Finde ich schon gut. Ja? Wir können hier Bankkarten eben einlesen. Ja? Wir können Online-Banking machen. Wir können uns identifizieren. Wir können unter Umständen auch, wie schon Tramp gesagt hat, die Identität bei Handyanbietern tatsächlicherweise feststellen lassen. Und ja, finde ich auf jeden Fall cool, was dieses Gerät kann. Was meinst du, kostentechnisch, wo liegen wir? 59,95 €. Schön wäre es gewesen. Ich glaube, wir liegen bei 120 €. Bist du bekloppt? Nein, das ist echt so. Was? Ja, mit Sicherheit. 100, ja, doch. Bin ich mir ganz sicher, dass es so viel gekostet hat. Rainer, was ist los mit dir? Rainer ist Deutscher, deutsche Qualität, deutsche Hochpreise. Rainer kostet 121 €. Und Online-Banking. Also ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass man das als Zahlmethode benutzen kann. Und wir haben hier auch noch hervorstehende Tasten. Also es ist keine glatte Fläche, sondern man spürt das. Sieht auf jeden Fall auch ganz nett aus. Zeig mal noch die Unterseite quasi. Okay, da steht einfach nur Inhalt drauf. Okay. TÜV-zertifiziert, genau. Blablabla. Aber da hinten steht noch großes beleuchtetes Display. Also wir haben hier ein beleuchtetes Display. Wow. Unterstützung von kontaktlosen und kontaktbehafteten Chipkarten. Mhm. Das ist ja quasi NFC und Chip. Zulassung. Ich weiß nicht, ob das NFC ist, aber es ist auf jeden Fall so eine kontaktloses Zahlen. Richtig, kontaktlose Datenübertragung. Und eben Zulassung der deutschen Kreditwirtschaft. Also man kauft sich da jetzt nicht irgend so ein Ding, wenn man da eine Karte reinsteckt, wird die ausgelesen und irgendwo auf WikiLeaks veröffentlicht oder sowas. Sondern das Ganze ist wirklich von der Kreditwirtschaft geprüft. Genau, also im Endeffekt kann das nicht, beziehungsweise vielleicht bestimmt schon irgendwie, aber eigentlich ist es nicht dafür gemacht, dass man da quasi tatsächlich Kartendaten auslesen und klauen kann. Genau. Und ja, das ganze Ding ist updatefähig, ist ein zertifiziertes, sicheres PIN-Eingabegerät und hat die Chipkartenleser-Klassifikation 4. Sehr gut. Ja gut, das war's soweit von diesem kleinen Unboxing. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich sage einmal Metal out, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.